Und damit herzlich willkommen zurück zu fucking Mirror's Edge mit der schlechtesten Steuerung aller Zeiten. Mit der langsamsten Steuerung aller... Darf ich mich bitte noch umdrehen? Ah, das sieht auf dem OBS recht laggy aus. Hey! Nicht einfach abhauen! Okay. Ich hab abrollen gedrückt. Aber okay. Gemach! Mann, Mädchen, ey. Junge! Ja, ist echt schnell, aber ich bin auch einfach echt langsam unterwegs. So, und abrollen. Muss ich mich abrollen? Ja, würde ich sagen. Okay, da wollte er nicht abrollen. Ah, er wartet immerhin auf uns, fairer Dude. Nee, das hat nicht ganz so... Alter! Steuerung! Okay, da rutscht er nur. Da rutscht er wieder nur. Wo ist denn der Pisser hin? Ah, hier rein! Ah, gleich kloppt er uns um, wa? Verdammt! Ja, hoch oder runter? Könnte eben so gut runtergefahren sein, der Bruder. Das ist eine Szene. Also ich kann gar nichts machen. Das Spiel ist gerade wirklich von mir? Es gibt irgendwie immer mehrere Wege, habe ich das Gefühl. Das ist halt gerade ein echt langer Weg, um da hinzukommen. Nee? Hätte ich abrollen müssen? Ja, sehe ich ein. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hallo. Alter! Okay, die Rohre, da kann ich nicht berühren. Okay, halte ich halt nicht an der Kante fest, an der ich festhalten will. Alter, kannst du dich noch ein bisschen langsamer bewegen, Mädchen, ey. Also Baugerüste sind, ohne darauf schnell laufen zu müssen, schon nicht so geil. Ey. Hier ist eine... Achso. Hier ist eine Tür. Ich weiß, warum du hier bist, Faithy. Sag mir einfach, was Icarus mit dem Mord an Pope zu tun hat, Jack. Ich habe gehört, es war ein Cop. Dann hast du was Falsches gehört. Stehst du auf Wrestling, Faith? Pope war Wrestling-Fan, hat es geliebt. Er hat sogar einen Ex-Wrestler für seine Sicherheit engagiert. Travis Burfield war bekannt unter dem Namen Ropeburn. Kommst du irgendwann zum Punkt? Ropeburn? Nun, eigentlich ist er nur ein Schläger, der Glück hatte. Manchmal wissen die Leute einfach nicht, wo sie hingehören. Alle wollen immer im großen Teich schwimmen und übersehen die größeren Fische.
An deiner Stelle würde ich bei diesem überbewerteten Stück Fleisch anfangen. Da wünsche ich gute Jagd, Faithy. Kannst du auch. Ich weiß nicht, ob es klug ist, direkt zu Rope Run zu gehen. Werde ich nicht. Verständlich reden? Oh, Faith, was machst du bloß? Willst du ihm von Jackknife erzählen? Noch nicht. Er ist immer noch ein Cop, egal was Kate sagt. True. Wir lassen es also mit dem Bullen an. Siehst du ihn? Ja, er geht zu seinem Wagen. Lieutenant Miller? Ich bin Faith, Kates Schwester. Sie hatten ja eine Schwester erwähnt. Tja, wir reden nicht viel übereinander. Sie meinte, ich soll zu Ihnen gehen, wenn was schief läuft. Sie wurde verhaftet. Und Sie sind nicht zufällig die Verdächtige, die vom Tatort geflohen ist, oder? Oh doch. Nun, es ist schwierig, sich zu erinnern, mit einer Waffe im Gesicht. Ich weiß, was Sie sind. Es war eine Falle, oder? Ich weiß, dass Kate zu so etwas nicht fähig ist. Aber mein Captain stellt mir verdammt unbequeme Fragen. Und ich komme nicht mal in Ihre Nähe. Sagt Ihnen vielleicht der Begriff Icarus etwas? Wieso? Es wird hier erwähnt. Pope hatte das in der Hand. Vielleicht aus seinem Tagebuch. Sie haben Beweise gestohlen? Kate ist alles, was mir an Familie bleibt. Und Cops überleben im Knast nicht lange, Lieutenant. Wenn sie verurteilt wird, ist das ihr Todesurteil. Ich nehme sie nicht fest. Das bin ich Kate schuldig. Aber eine Menge Leute werden das versuchen. Und das kann ich nicht verhindern. Lernen Sie lieber wegzulaufen. Laufen kann ich am besten. Und dabei scheinbar fucking lautlos sein. Ropeburn hat ein Büro bei Sea Burford International Shipping nahe U-Bahn Riding Park. Oben auf dem Gebäude müsste ein Schild sein. Ich habe Ropeburn mal beim Wrestling gesehen, hat seinem Gegner den Arm gebrochen und dem Ringrichter einen Kopfstoß verpasst. Wenn Ropeburn wirklich was mit dem Mord an Volk und dem Kopf gegen Kate zu tun hat, dann ist er bestimmt kein guter Redner, sondern ein Kämpfer. Okay. Und rollen. Ausnahmsweise funktioniert es mal. Achso, ich kann ja einfach runter. Gut. Ich wollte gerade sagen, halt dich auch an dem Scheißrohr fest. Für die 20 cm muss ich jetzt. Ach, das Rohr wechseln, ey. Mir ist gerade ein bisschen schlecht. Muss ich sagen. Das Spiel fördert ziemlich Motion Sickness bei mir. Habe ich eigentlich wenig Probleme mit. Zumindest in VR nicht. Aber scheinbar in solchen Spielen schon. Soll ich nur hochkommen? Ah, ich kann hier hinten bestimmt, ja. Walljumpen, okay. Okay. Okay, er wollte daran nicht hoch, also meine Fresse. Sie wollte daran nicht hochlaufen. Kriege ich auch noch ein bisschen was zu sehen oder nicht? Ne? Sehe ich hier gerade damals ganz hart. Ich begreife gerade nicht so ganz genau, was zu tun ist. Also hier rüberspringen habe ich ja noch irgendwo verstanden. Ah, und dann darüber. Gut, und dann kann man mit der langsamsten Kamera der Welt hier rüber. Und dann kann man hier rauf. Okay, verstehe. Und dann springt der Charakter mal wieder nicht ab. Springst du wieder hoch? Dann will sie hier wieder nur rutschen.
Hä, Junge? Junge? Okay, will sie nicht? Hä? Aber ich hab versucht, mit dem Backjump da so ranzuspringen, ne? Ja, och! Oder muss ich erst hier ran? Was will das fucking Spiel von mir? Sehe ich gerade irgendwas richtig, richtig hart? Ja, jetzt auf einmal geht das, oder was? Ich frag nicht, also das war gerade 10 von 10 dumm. Egal. Ab ins nächste Gebäude. Ich stelle mich schon mal auf Bullen ein. Spring doch. Okay, oder auch nicht. Hallo, kleine Ratte. Abrollen gedrückt, aber gut. Wow, Junge, das wird verdeckt, ey. Möchtest du dich da vielleicht festhalten? Hallo. Junge! Ich verstehe nicht, was ich hier tun soll. Also so geht's, ja, aber warum konnte ich nicht einfach von dem... Ich frage einfach nicht. Ach Mann, ey, also die Steuerung zackt echt hart. Das sieht ja sehr vertrauenserweckend aus. Hätte ich die Tür da einrennen können? Nee, ich wollte... Okay, ich kann die Tür auf jeden Fall nicht einrennen. Alter Schwede, ey. Mach halt. Alter. Okay, 10 Millisekunden nachdem er weg ist, gehen wir mal in das Zimmer. Der hat bestimmt was vergessen, dann kommt er gleich wieder. Und er will stolz. Bernhard hat also etwas gewusst. Ich frage mich, mit wem er sich trifft.
habe hier Cops, die auf dem Weg zu dir sind. Du musst irgendwo stillen Alarm ausgelöst haben. Raus da, sofort! Natürlich sind wieder Cops auf dem Weg zu uns, warum auch nicht? Gemacht! Ich möchte anmerken, hier habe ich nicht die Tür, nicht das Fenster eingeschlagen. Und hier habe ich gesagt, meine Fresse, komm doch hoch jetzt. Kann man ja alles kaputt machen eigentlich? Also, hallo. Okay, ich kann auf jeden Fall nicht Aufzug fahren, so wie ich es dachte. Das war verspawnt da erstmal, richtig cool. So, springen wir wieder hoch. Ja, hoch. Jetzt soll ich nicht da. Und jetzt? Nach da. Okay, hier ist aber Wand, ne? Oder ist da keine Wand? Ja, mach! Au! Au! Wandsprung, ich muss hier einen Wandsprung machen, Alter. Ich spiele schon wieder dümmer, als ich aussehe. Aber wenn der, also wenn die wissen, dass wir hier sind, dann weiß der ja auch, dass wir hier sind. Und das heißt, der dürfte gewarnt sein, dass wir von seinem Treffen wissen, oder? So rein logisch mal gedacht. Alter, hui. Könnt ihr bitte nicht auf mich schießen, das wäre furchtbar nett. Irgendwie muss ich jetzt hier hoch. Ey, lass das mal. Ich muss mir erstmal umgucken. Ey! Ich glaube, das ist so eine Box, auf der man springen kann. Okay. Also ich hätte übrigens einfach den Heli nehmen können, ne? Ach, Quatsch, den Aufzug. Das tut richtig weh übrigens, wenn ihr auf mich schießt. Könnt ihr das bitte lassen? Ziemlich gemein von euch. Okay, ich dachte, ich könnte mich direkt an der Leiter festhalten, aber scheinbar nicht. Ja, los! Das ist ganz schön unfreundlich. Da geht auch gleich auf. Ne, scheinbar nicht. Nice, easy, abrollen. Ich habe irgendwie immer nicht so viel Movement, also nicht so viel Speed, muss ich sagen. Grüne Bereich ist immer, glaube ich, safe. So, an hier. Ich kann nur leider nicht sehen, wo ich hinrutsche, ne? Haben Sie verloren. Ich dachte immer, grüne Bereiche werden nicht helfen.
Lass mich raten, jetzt geht's weiter. Drake hat weiter vorne ein Versteck. Lauf Richtung Kräne. Ich gebe dir gleich weitere Infos. Lauf Richtung Kräne. Pass auf, Faith. Die Kopf schicken einen Helikopter. Natürlich schicken die Kopf einen Helikopter. Die schicken immer einen Helikopter. Also scheinbar kommen die Cops ja auch nicht gegen ein paar Halbwüchsige wie uns an. Okay, das Seil habe ich leider erst zu spät gesehen. Drake hat weiter vorne ein Versteck. Lauf Richtung Kräne. Ich gebe dir gleich weitere Infos. Mach das mal. So. Springen wir jetzt mal hier drauf. Mach! Auf dich wird scharf geschossen. Erstmal ganz gemütlich hochziehen. So. Wo muss ich hin? Da hoch. Okay. Schaffe ich das? Moment. Lassen Sie das bitte. Au. Okay, ich möchte so, so und so. Alto Belly, ey, das ist übel anstrengend, muss ich sagen. Zwei Helis, Junge. Ich muss hier gar nicht kämpfen, Freunde. Okay, ich darf gerade nicht so richtig klettern. Okay, ich glaube, ich komme nicht weg ohne kämpfen, oder? Gut, es wäre Zeit für den nächsten Part. Aber ich möchte es eigentlich heute noch beenden. Weil ich eigentlich nicht vorhatte, noch einen Part aufzunehmen. Ich versuche jetzt mal die hier umzuboxen. Okay, ich kann die Waffe erst schnappen, nachdem er mich schon geschlagen hat. Cool. Ich würde sagen, ich schnapp mir mal dieses Mal den linken. Achtung, Kopf voraus, sieht aus, als hättest du kämpfen. Danke. Hallo. Okay, easy einen umgebracht, möchte ich mal anmerken. Sehr, sehr easy. Hallo? So, das dürfte das Ende hoffentlich sein. Ist auf jeden Fall ein Safe Room. Seit Feierabend, ich bin nicht mehr so fit. Bitte, da war ein Speichersymbol. Das heißt, wo das hier noch weitergeht? Wenn die nächste Tür kommt, höre ich auf. Die nächste Tür kommt, okay. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.